Hallo, willkommen zurück bei Hey Lilay. Dieses Video hier wollte ich schon so lange machen. Endlich habe ich ein paar richtig gute Beispiele beisammen. Ich wollte euch nämlich ein paar Zero Waste oder Less Waste Produkte im Bereich Make-up und Naturkosmetik vorstellen. Denn ich habe bestimmt bereits ein paar Mal so Zero Waste Pflegeprodukte vorgestellt oder Low Waste, Less Waste Produkte. Aber im Bereich Make-up sieht es schon wieder ein bisschen mau aus, was die Auswahl angeht. Vergesst auch nicht, mir auf Instagram zu folgen und meinen Kanal zu abonnieren, wollte ich mal kurz dazwischen schieben. Über eine Neuheit, die ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, sind die Produkte mit den neuen Verpackungen von Nui Cosmetics. Und die kommen in einer 100% Papierverpackung, die man dann aufschieben muss. Das war für mich persönlich ein bisschen tricky am Anfang, weil man die hinten hier so rausschieben muss. Nach dem ersten Mal geht es dann aber ganz, ganz leicht. Beim ersten Mal ist es mir aber ein bisschen schwer gefallen. Und auf der anderen Seite findet ihr dann das Produkt. Und die Verpackung ist 100% Papier, made in Germany, aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbetrieben. Und die Produkte kommen ganz ohne Spiegel aus, ganz ohne Plastikumverpackung. Und hier habt ihr wirklich ein Produkt, das könnt ihr super recyceln. Das ist kein Mischmaterial, also es ist wirklich 100% Papier und selbst die Klebstoffe sind wasserbasiert. Und so eine Verpackung habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl das ja eigentlich im Bereich Puder und Lidschatten super praktisch ist und super einfach umzusetzen ist für Firmen. Da ist Nui Cosmetics wirklich ein Vorreiter, finde ich. Also ich bin wirklich begeistert von diesen Produkten und es gibt Bronzer, Puder und Lidschatten mit dieser Verpackung. Dann eine Brand, die ich jetzt schon länger teste, ist nicht mehr ganz so neu, ist Milt Make-up. Das Besondere an denen ist, dass sie nicht nur Naturkosmetik zertifiziert sind, sondern dass sie auch Allergie zertifiziert sind. Das heißt, sie haben das Allergy Certified Label. Und diese Zertifizierung soll besagen, dass sie gerade für Allergiker geeignet sein sollen und es dadurch nicht zu allergischen Reaktionen kommen soll. Und ich bin ein großer Fan, also wie ihr seht, den Concealer habe ich jetzt schon fast komplett aufgebraucht. Das ist der Concealer in der Farbe Light Ample und diese rosane Farbe ist so ein bisschen für Augenringe unter den Augen und die andere Farbe so ein normaler Concealer. Beide Produkte sind so ein bisschen fester und werden erst so bei Wärme weicher. Eyeshadow und Augenbrauenpuder von Milt mag ich auch sehr, sehr gerne. Genauso auch das Puder, ihr seht schon, es ist fast aufgebraucht. Diese Produkte sind sehr minimalistisch eingepackt, wieder in so Papierverpackungen, wobei ich dazu auch sagen muss, es ist nicht 100% Papier bei diesem Produkt. Das ist, soweit ich weiß, ein Mischmaterial aus Plastik und Papier. Schön ist aber, sie verwenden 70% Recyclingpapier und es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr minimalistisches Design. Oben wird gehämmert, sorry. Das Design ist auf jeden Fall sehr, sehr schlicht, so dass auch dadurch allein durch dieses schlichte Design sehr viel Verpackung eingespart wird. Dann eine Brand, die ich sehr, sehr gerne mag, die relativ teuer ist, wie ich finde, aber die Produkte halten ziemlich lang, ist die Marke RMS. Von der Marke kommt nicht alles in Glastiegeln, aber einige Produkte kommen in solchen Glastiegeln, zum Beispiel der Uncover-Up mit einem Metalldeckel. Also komplett plastikfrei, außerdem liebe ich die Produkte. Den Uncover-Up kann ich sehr empfehlen, gerade für unter den Augen. Da ist aber Kokosöl drin, deshalb nicht für jeden Hauttypen geeignet, aber auf jeden Fall unter den Augen ein Favorit von mir. Dann liebe ich auch das Cream to, no, was Lip to Cheek Produkt. Ich habe jetzt hier eins in der Farbe Modest und das hält schon ewig. Ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen eklig, wie lange es schon hält und wie lange ich das besitze. Aber ich liebe die Farbe und ich finde genau die Farbe nicht mehr. Immer wenn ich Modest in dem Laden sehe, ist es irgendwie ein anderer Ton. Wie gesagt, bisher habe ich nur die Produkte in den Glastiegeln als Zero-Waste-Variante bei RMS gesehen. Es gibt aber, glaube ich, mittlerweile auch eine Foundation in einem größeren Glastiegel. Habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Weiß auch nicht, ob der Deckel dann Metall ist. Müsste ich erst nochmal testen. Dann eine eher Luxus-Naturkosmetik-Brand ist Kier Weiß. Ihr habt die Verpackung vielleicht schon mal gesehen, die ist wirklich sehr, sehr stylisch. Und wenn ihr sie noch nicht in der Hand hattet, auch sehr, sehr schwer. Also es ist wirklich eine richtige Metallbox. Es ist richtig wie so eine kleine Mini-Schatztruhe, diese Verpackung von Kier Weiß. Schön ist aber, dadurch, dass diese so hochwertig ist, ist sie ewig haltbar. Und das Gute ist nämlich dabei, sorry, dass die auf einem Refill-Prinzip besteht. Das heißt, wenn dieses Produkt irgendwann mal alle ist, kann ich einfach nur hier dieses Inlay austauschen, mir dann ein Refill kaufen, nicht mit dieser kompletten Umverpackung, sondern ganz klein, ganz fein verpackt und dann hier wieder einsetzen. Refill ist sowieso eine sehr nachhaltige Alternative, einfach weil dann Umverpackungen gespart werden und einfach an Material gespart wird. Ja, eher ein Luxusprodukt,
sehr teuer. Hier würde ich sagen, erstmal wirklich Tester testen, bevor ihr eins kauft. Natürlich passt nämlich nicht jeder Ton für jeden und genau, sind sehr, sehr teuer die Produkte, halten aber ewig, sind sehr, sehr, sehr hochwertig und wirken wirklich sehr luxuriös. Und die Verpackung ist echt schwer. Dann eine Brand, die ich erst vor kurzem entdeckt habe, ist Spines. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll. Unten kommen wahrscheinlich 10.000 Kommentare. Wie kannst du es nur falsch aussprechen? Auf jeden Fall ist das so eine Bambuspalette, die man auf allen Seiten aufschieben kann, auch zur Seite, nach vorne, hinten komplett aufschieben kann. Und hier ist ein Magnet dahinter gesetzt und die einzelnen Produkte kann man so ein bisschen wie im Refill-System einzeln kaufen, dann in die Palette einsetzen. Hier habe ich Lidschatten, hier habe ich ein Rouge, hier ein Bronzer und hier ein Puder. Die werde ich jetzt bald mal testen. Ihr seht, die sehen noch sehr neu aus. Die kommen in so ganz kleinen Papierverpackungen, was ganz gut ist. Also das einzelne Puder zum Beispiel kommt in so einer Verpackung. Und ihr seht, das ist wirklich sehr wenig Material. Das ist immer sehr, sehr gut im Bezug auf Nachhaltigkeit. Und hier ist nur ein kleines Plastikfenster. Das könnte man vielleicht noch irgendwann mal austauschen. Das ist, ja, vielleicht ist es doch nötig, um die Farbe zu sehen. Aber das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleines Fenster. Ja, ich habe die jetzt noch nicht viel getestet. Werde ich noch machen. Und dann, wenn sie mir sehr, sehr gut gefallen, kommen sie natürlich auch in eins meiner Favoritenvideos. Das Puder fand ich schon bisher sehr gut. Beim Bronzer muss ich sagen, muss man ein bisschen aufpassen. Es ist sehr intensiv. Und das Rouge ist auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Da braucht man wirklich nur sehr wenig Produkt. Sehr hochpigmentiert. Und die Lidschatten habe ich leider noch gar nicht probiert, werde ich hoffentlich bald nachholen. Von Bounce gibt es auch Lippenstifte im Refill-Format. Das gibt es übrigens auch bei Kia Weiß. Und genau, hier könnt ihr einfach den Lippenstift dann später austauschen. Leider war der ein bisschen hart und ich wusste nicht, dass der so hart ist und ich habe ihn dann genauso versucht, ganz doll aufzutragen und dadurch ist er mir so ein bisschen gebrochen, wie ihr seht. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich den retten soll. Ja, wollte ich euch kurz warnen, wenn ihr den auch kauft und probiert, drückt nicht so doll auf. Ich habe viel zu doll aufgedrückt und hätte ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Wenn ich meinen ganzen Look mit Zero-Waste-Produkten schminken soll, ich glaube, das Einzige, was mir fehlen würde, wäre Wimperntusche. Da müsste ich vielleicht noch nach einer Alternative schauen, müsste ich nochmal recherchieren. Wenn ich auf jeden Fall so einen ganzen Zero-Waste-Look mal schminken soll, dann freue ich mich über Kommentare und wie immer über Daumen hoch und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr neu seid, würde mich sehr, sehr freuen.